Ja, hallo Thomas. Guten Morgen, Arthur. Guten Morgen. Willkommen wieder zum Low-Code-Talk. Und heute, naja, habt ihr schon drüber gesprochen, aber heute haben wir den zweiten Game-Changer, würde ich sagen, oder? Definitiv. Ja, Stichwort, ich muss ja zugeben, wir sind ja die Workflow- und Digitalisierung von Automatisierungs-Junkies. Da ist dieses Thema Event-Driven Architecture natürlich ein Highlight für uns, ne? Muss ich echt zugeben. Aber was verstehen wir denn eigentlich drunter? Also es ist für mich jetzt auch schon echt ein Game Changer im Low-Code-Entwicklungsbereich, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben. Aber zurück zu deiner Fragestellung. Unter der Event-Driven Architecture versteht man erstmal eingedeutscht eine ereignisgesteuerte Architektur. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, dass ich jetzt nicht feste Schnittstellen habe, wie wir das sonst kennen, über REST oder SOAP, wo dann Module, Systeme miteinander reden, sondern ich als Anwendung rufe quasi in den Raum rein und sende in den Raum ein Ereignis. Und damit ist für mich jetzt als sendendes Element die Kommunikation erstmal abgeschlossen. Und es gibt jetzt andere Anwendungen, andere Services, die lauschen die ganze Zeit und gucken, gibt es da ein Ereignis, was ich verarbeiten muss, was ich verarbeiten möchte. Das können auch mehrere parallel sein. Die schnappen sich dann dieses Ereignis und reagieren entsprechend darauf. Beispiel ist so ein Punkt wie ein Kunde gibt jetzt auf der Webseite eine Bestellung auf, dann werfe ich als dieses Bestellsystem in den Raum Bestellung aufgeben und andere hören da drauf, Lagerverwaltungssystem als ein Beispiel und können da entsprechend drauf reagieren. Okay, also Event gleich Ereignis, oder? Genau. Okay, dann wissen wir, was man sich unter einem Event vorstellen kann. Aber was ist denn jetzt der Vorteil von so einer Architektur? Also Interessant, dass ich Fragen stellen muss, die ich mir selber schon beantworten könnte, aber mach mal. also bevor wir jetzt direkt auf die Vorteile eingehen, würde ich noch mal ganz kurz so ein bisschen über dieses Event reden wollen. Das heißt, Ah, das okay. Ganze klingt so ein bisschen abstrakt. Ich hatte ja eben gesagt, ich rufe in den Raum rein, ich verschicke einfach was so in den und Dunst hinaus, so ein Event, so ein Ereignis. Und dieses Ereignis enthält natürlich bestimmte Informationen. Also es ist sowas wie ein Ereignistyp. Das wäre in dem Fall eben Bestellung aufgegeben. Das wäre so ein Typ, der da verschickt wird. Auf das andere dann lauschen. Ah, da ist jetzt eine Bestellung aufgegeben. Da muss ich ja irgendwas mitmachen. Da muss ich natürlich auch wissen, wo kommt das Ganze her? Eine Quellangabe. Wann ist das Ganze verschickt worden, dass ich nichts doppelt verarbeite? Es müssen gewisse Ereignisdaten hinterlegt sein. Also einen gewissen Kontext wie Kundennummer, wie Bestellnummer in dem Moment, dass ich natürlich auch auf Daten zugreifen kann. Und am Ende des Tages hat jedes dieser Ereignisse so eine eindeutige ID. Idee dahinter ist immer zu versuchen, das Ganze möglichst leichtgewichtig zu halten. Okay, Der. und okay, also ich rufe was in Raum mit gewissen Eigenschaften, dass man es auch gut identifizieren kann, keine Doppelverarbeitung macht und so, da habe ich verstanden. Ich bin das trotzdem mal hartnäckig. Was hat das für einen Vorteil? Also der Vorteil ist, dass ich hier eine sehr lose gekoppelte Architektur habe. Und daraus resultieren jetzt unterschiedliche Vorzüge aus Sicht der Entwicklung. Zum einen ist das Ganze sehr flexibel und sehr gut erweiterbar. Das heißt, ich erstelle jetzt ein Modul, was genau solch ein Event generiert. Das Event wird dann in den Raum gefeuert und andere Module können darauf reagieren. Die anderen Module kann ich im Laufe der Zeit erweitern. Also wenn ich feststelle, ich brauche noch einen erweiterten Funktionsumfang, würde ich ein weiteres Modul schreiben. Das kann dementsprechend auch darauf reagieren. Ich muss aber nichts an dem sendenden Modul ändern. Ich muss auch nichts an den bereits empfangenen Modulen ändern. Also das heißt, dadurch bin ich extrem flexibel und kann auch unterschiedlichste Entwicklungsteams parallel daran arbeiten lassen. Das, ja, zu den Anwendungsbeispielen kommen wir später vielleicht noch. Aber Ja, das heißt auch. aber okay, soweit verstanden. Was ist jetzt aber dann das Besondere an dem OutSystems-Ansatz? Also das Besondere an dem OutSystems-Ansatz ist die Integration in die Low-Code-Entwicklungsplattform. Jeder, der vielleicht mal selber versucht hat, so ein eventbasiertes System aufzusetzen,
Ja, es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also jeder, der sich mal mit Heimautomatisierung beschäftigt hat, wird an diesem Konzept nicht vorbeikommen. Im Heimautomatisierungsbereich gibt es so von MQTT einen freien Broker, den man dafür ganz gut nutzen kann. Und man hat dann wieder diverse Systeme, an denen man was aufsetzen muss, die man konfigurieren muss, wo man was programmieren muss, wo man was konfigurieren muss. Also es ist schon nicht ganz unaufwendig, sowas aufzusetzen. Und ich rede jetzt ja mehr von einem Spielumfeld in dem Moment. Im Unternehmenskontext ist das natürlich nochmal etwas komplexer. Und OutSystems hat jetzt tatsächlich einen Ansatz geschaffen, wo ich alles in einer Oberfläche habe. Das heißt, ich muss mich gar nicht damit auseinandersetzen, so einen Broker selber aufzusetzen. Der wird mitgeliefert. Ich kann natürlich auch externe Broker mit anbinden, die vielleicht schon im Unternehmen vorhanden sind. Ganze Orchestrierungsgeschichte, die Anbindung aus den einzelnen Modulen, Services, das bietet mir OutSystems dann alles out of the box aus einer Oberfläche an. Und dadurch wird natürlich die Entwicklung und der Betrieb deutlich einfacher in dem Moment. Okay. Ich möchte ein bisschen auf die Begriffe eingehen, weil das könnte jetzt die Zuhörer ein bisschen beschäftigen. Event haben wir erklärt, Ereignis. Broker in ein, zwei Sätzen. Also der Broker, das ist so eine Messaging-Queue in dem Moment. Irgendwo müssen natürlich diese Events auch jetzt erstmal gesammelt werden und von da auch wieder abgerufen werden. Und dafür gibt es entsprechende Broker. Also MQTT ist ein Beispiel, was recht bekannt ist für solch einen Broker. Es gibt aber auch noch andere Broker. Und das ist quasi so diese Middleware dafür, würde ich mal sagen. Also das, was damals, ja, von SAP gibt es sowas wie PO, CI, wo so Schnittstellen sind, wo ich drüber kommuniziere. So ein zentraler Punkt ist das. Das ist genau, was sich dahinter verbirgt. Okay. Kleiner Ausflug mal in die vertriebliche Sicht. Was mir auch gut gefällt, diese Event-Driven Architecture ist gut eingebunden auch in das Lizenzmodell. Das heißt, es gibt jetzt neben den drei Application-Object-Typen noch einen vierten. Das ist eben der Event gut integriert. Finde ich super. Also keine extra Modelle oder sonst irgendwas. Gefällt mir richtig gut. Zu guter Letzt, was sind denn so typische Anwendungsszenarien? Was ist so ein Mehrwert? Also typische Anwendungsszenarien sind zum einen E-Commerce-Plattformen. Das haben wir ja eben schon mal als Beispiel gehabt. Das heißt, ich habe eine Webseite, gebe eine Bestellung auf, dann habe ich ein Lagersystem dahinter, wo geprüft wird, ist das Ganze überhaupt vorrätig. Ich habe vielleicht ein Finanzsystem, wo geguckt wird, ist der Kunde von der Bonität her sauber und. Also wo das Ganze dann parallel schon eingesammelt werden kann, wo die Meldungen zurückgegeben werden können. Das Bestellsystem kann dann ja wiederum auch auf weitere Events lauschen und dementsprechend dann auch reagieren beim Checkout-Vorgang beispielsweise. Also das ist sowas. Anderes Thema sind auch Echtzeitüberwachungen, vielleicht im Bereich Cybersecurity, im Bereich von Echtzeitüberwachung, beispielsweise im Bereich Supply Chain Management. Wir Energiewirtschaft vergisst auch das nicht, ja, genau. Genau, Ja. genau. Das ist ein Thema, was wir auch haben, ist so die ganze parallele Bearbeitung. Also das eingehend ja schon mal erwähnt, dass wir ja seit Dekaden ganz stark im Bereich Danke. Prozessmanagement, Workflow-Management unterwegs sind. Und das ist schon in vielen Systemen spannend, wenn man dann parallele Prozesse abbilden will. Das ist nicht ganz ohne. Oder wenn man nochmal weiterdenkt, dieses anwendungsübergreifende Prozesse oder vielleicht sogar unternehmensübergreifende Prozesse, wenn man die entsprechend abbildet und mit so einem eventgetriebenen Ansatz erleichtert mir das natürlich das Ganze sehr stark. Und der allerletzte Punkt ist das Thema IoT, Internet of Things. Das heißt, dass ich auch da die Möglichkeit habe, sehr einfach Informationen von IoT-Devices zu konsumieren und jetzt auch in meiner Low-Code-Umgebung, Low-Code-Anwendung dann nutzbar zu machen, zu monitoren, dementsprechend darauf zu reagieren und Aktionen bei mir in den Modulen auszuführen. Ja, ganz wichtiges Thema. Ja, prima. Also Event-Driven Architecture, übrigens ab sofort verfügbar, sollte man vielleicht mal erwähnen, ne? Also das ist nichts etwas von der Zukunft, sondern heute verfügbar auf der OutSystems-Plattform. Vielen Definitiv, Dank. definitiv. Und das ist auch wirklich ein Thema, wo es vielleicht immer noch High-Code-Entwickler gibt, die Low-Code-Entwicklung so ein bisschen belächeln. Wenn man jetzt aber wirklich hier auch über solche Punkte nachdenkt, dann stellt man auf einmal fest, wow, da kann ich ja wirklich
richtig große Applikationen mit erstellen. Also jetzt natürlich auch Skalierung noch ein Thema. Und insofern einleitend erwähnten wir, dass wir das schon als einen Game Changer sehen. Und ich glaube, das untermauert das schon. Das eröffnet einem ganz andere Möglichkeiten hier. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne. Wer mehr wissen möchte, bitte uns einfach kontaktieren. Gerne, gerne, gerne. Wir können das auch mal zeigen. Wir können auch Beispiele rüberbringen. Also einfach auf uns zukommen. Thomas, nochmal danke für Ja, vielen heute. Dank, Arthur. Und bis zum nächsten Talk. Bis zum nächsten Talk.